Hallo zusammen. Das Thema heute sind Nomen. Was ist das überhaupt und welche Probleme gibt es dabei? Was sind Nomen überhaupt? Dazu zählen einmal ganz normale Namen von Personen oder hier Deutschland und Frankreich. Das sind Ländernamen. Hier unten das Deutsche Rote Kreuz und der Zweite Weltkrieg. Das sind Eigennamen, die haben folgende Besonderheit, wenn Sie mal schauen auf das Wort Rot. Rot ist normalerweise ein Adjektiv und wird klein geschrieben. Hier zählt es allerdings zu einem Nomen, also es ist ein Eigenname und wird dadurch groß geschrieben. Zweite Kategorie, Sachen, Dinge oder auch Gegenstände. Das sind alles Dinge, die man berühren kann oder auch anfassen kann, wie zum Beispiel ein Tisch oder ein Auto. Dritte Kategorie, abstrakter, die können Sie nicht berühren oder anfassen. Stress oder Liebe zum Beispiel. Trotzdem gibt es diese Dinge auch in echt, also die sind real. So, Probleme bei Nomen. Problem Nummer 1, ich nenne das immer Monsterwörter. Was das ist, sehen Sie hier. Das sind also Wörter, die sehr lange sind, weil man im Deutschen einfach diese ganzen Wörter, die man braucht, zu einem Wort zusammenpackt. Im Englischen zum Beispiel würde man hier einfach mehrere Wörter draus machen, damit es übersichtlicher ist. Hier im Deutschen wird das nicht gemacht. Am Anfang sieht das noch ein bisschen komisch aus. Vielleicht macht das auch ein bisschen Angst. Aber man gewöhnt sich daran. Und die meisten Wörter sind ja wirklich nicht so lang wie hier Gleisschotter, Bettungsreinigungsmaschine. Also das ist später ein kleineres Problem, sage ich jetzt mal. Größeres Problem wird die Frage sein, ist das der, die oder das? Wenn Sie solche Wörter haben, Sie müssen immer nur auf den letzte Wort gucken. Hier zum Beispiel Maschine. Das ist die Maschine, das heißt, dieses ganze Wort wird dann die Gleisschotterbettungsreinigungsmaschine sein. Ja, Problem Nummer 2 habe ich gerade schon angesprochen. Die Frage nach der, die, das oder auch genannt, welches Geschlecht, welches Genus hat ein Nomen? Ist es maskulin, das wäre der, ist es feminin, die oder ist das Neutrum, dann wäre es das. Hier dann noch ein Screenshot aus dem verlinkten PDF-Dokument. Hier geht es darum, wie kann ich denn jetzt wissen, ob ein Nomen der, die oder das ist? Und die ernüchternde Antwort darauf lautet, leider, Sie können es nicht wissen. Sie müssen das immer lernen. Also wenn Sie ein neues Nomen lernen, lernen Sie bitte immer sofort den passenden Artikel dazu. Weil es hier leider keine logische Erklärung oder keine feste Regel gibt, die Ihnen immer hilft, um zu wissen, welches Genus hat denn jetzt dieses Nomen. Sie müssen es also lernen und Sie müssen halt immer raten. Trotzdem gibt es in diesem Dokument ein paar Tipps, die Ihnen helfen können bei dieser Sache. Hier unten beispielsweise haben Sie 4 Endungen, die Ihnen immer sagen, Achtung, dieses Nomen ist maskulin, also wird mit der geschrieben. Bei ER sehen Sie allerdings ca. 70% der Nomen. Also dieser Tipp funktioniert nicht immer. Es funktioniert oft, aber leider nicht immer. Beispiel, das Wort Fenster wird auch hinten mit ER geschrieben, ist aber das Fenster und nicht der Fenster. Warum? Darum, man hat einfach gesagt, es ist das Fenster, es wurde einfach festgelegt. Hier oben gibt es noch ein paar Tipps für besondere Anlässe, sage ich jetzt mal. Beim Thema Alkohol zum Beispiel. Alkohol, egal ob Wodka oder Sekt, er ist immer der, außer Bier. Das ist aus irgendeinem Grund eine Ausnahme, warum auch immer. Dann noch ein paar Tipps bei dem Artikel die. Auch hier haben Sie bei dem Buchstaben E, bei der Endung E, hier steht 98% aller Nomen.
da funktioniert das. Also wenn Sie die Klasse oder die Tasse lesen, wissen Sie, okay, hinten steht ein E, dann muss ich auch die benutzen. Das funktioniert sehr oft, 98%, aber eben nicht 100%. Und der letzte Artikel, das, auch hier wieder gibt es bei NIS 98% aller Nomen haben dann den Artikel das, auch hier wieder sehr viele Nomen, aber eben nicht alle. Dann gibt es hier noch zwei Besonderheiten, auf die ich noch kurz eingehen will. Hier oben die Endungen Shen und Lein, das sind Verkleinerungen oder die machen Dinge kleiner. Das heißt, wenn Sie hier das Beispiel Kätzchen haben, das ist eine kleine Katze. Das Shen macht sozusagen die Katze oder betont, dass diese Katze klein ist oder vielleicht auch besonders süß und niedlich. Lein macht das Gleiche, ist allerdings ein bisschen veraltet. Sie sehen hier das Beispiel Fräulein. So hat man früher in Deutschland junge Frauen genannt. Mein Tipp, machen Sie es heute nicht mehr. Die meisten Frauen mögen das nicht. So, und dann noch zum letzten Punkt. Hier, wo Infinitiv steht, da sehen Sie hier Lesen und Schreiben als Beispiel. Falls Sie schon ein bisschen Deutsch gelernt haben, wissen Sie, das sind eigentlich Verben. Also Lesen ist ein Verb. Hier wird das aber als Nomen benutzt. Das ist eine grammatikalische Besonderheit, nennt sich Substantivierung oder Nominalisierung von Verben. Das gibt es auch. Das will ich jetzt aber nicht so besonders lang ausführen, weil das nochmal ein extra Thema ist. Vielleicht nur als Beispiel, wenn Sie zum Beispiel sagen, das Lesen ist schwer, dann merken Sie schon, Sie haben das Lesen geschrieben und dadurch ist es dann zu einem Nomen geworden und muss groß geschrieben werden. Zum Schluss noch eine kurze Zusammenfassung. Wenn Sie Nomen lernen, bitte immer sofort den Artikel mit dabei schreiben, sodass Sie Nomen und Artikel bitte immer zusammen lernen. Wenn Sie das nicht machen, müssen Sie es danach immer nachholen und dann haben Sie sozusagen die doppelte Arbeit. Das ist ja nicht so angenehm. Besonders in diesem Thema hier werden Sie Fehler machen, weil es wie gesagt keine logische Erklärung oder Regel gibt, warum irgendetwas der, die oder das ist. Also hierbei bitte nicht verzweifeln, das ist normal, dass Sie Fehler machen. Auf der guten Seite bei diesem Thema, wenn Sie Fehler machen, es ist hier nicht schlimm. Also wenn Sie sagen, der Auto ist schön oder die Haus ist groß, man versteht trotzdem, was Sie meinen. Also wenn Sie hier Fehler machen, ist es noch weniger schlimm als ohnehin schon, wenn Sie Deutsch lernen. Was Sie allerdings bitte nicht machen, dass Sie die Artikel einfach weglassen, weil Sie sagen, ich mache da immer Fehler, ich sage die Artikel einfach gar nicht mehr. Also ich sage jetzt, Auto ist schön, Haus ist groß. Das machen Sie bitte nicht. Das hat zum einen den Grund, Sie lernen den richtigen Artikel dadurch nicht. Und zum anderen, Sie machen dann eigentlich immer einen Fehler. Und für mich zum Beispiel, also für mich als Deutschen, klingt es schlimmer, wenn Sie immer die Artikel komplett weglassen, als wenn Sie den falschen Artikel benutzen. Also hier bitte die Artikel nicht einfach weglassen, sondern immer mitlernen und auch immer mitreden. Ja, jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit den Aufgaben und viel Erfolg.